Jetzt ist Ihre Gelegenheit, um Geld zu machen. Nutzen Sie dieses instabile, verlassene Bergbaugebiet, um dort niedrige Achterbahnen aufzubauen. Mit der Zeit müssen Ihre Bahnen für Adrenalinschübe sorgen, um die geringe Höhe auszugleichen und somit für hohe Besucherzahlen zu sorgen. Let's go! Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Rollercoaster Tycoon 3. Zum Level Goldrausch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt auch an. Wer sich das Szenario genau durchlesen will, da stand es gerade eben. Und wir fangen erstmal damit an, dass wir hier die Achterbahn ordentlich modifizieren. So, Wagen, zwei Wägen, also sechs Personen. Bau einstellen, zack. Ach so, warte. Alle 10. Für Minimission ist kein Ding in der Nähe. Alles klar. Deswegen sollten wir erstmal einen Mechaniker einstellen und eine Reinigungskraft einstellen. Diese dann auch gleich mal ausbilden. Hauptsache ist, der Typ fühlt sich absolut unwohl. Easy. Haben wir das schon mal erledigt? So, das Ding muss auch angeschalten werden und das Ding hier muss auch angeschalten werden. So, dann nächster Schritt, gleich mal die Darlehen abbezahlen, weil die sind sonst echt teuer. Die Forschung auf volles Rohr hochdrehen. Und die Szenerie und die Wege und das und das und das und das. Es passt. Völlig einstellen. Und uns gleich mal an die nächste Achterbahn machen. Denn wir brauchen zwei Achterbahnen. Holy shit. Und wie machen wir das natürlich? Dafür haben wir nicht genug Geld. Gib mir Geld, ich brauche diese Achterbahn. Obwohl, warte mal, die Achterbahn ist gar nicht so gut. Welchen Erregungswert brauchen wir? Ich glaube 6. Warum drei Achterbahnen mit 6 am Ende? Der reicht mir die nicht. Oh. Wie ätzend. Oh Mann. Jo, was machen wir dann nicht? Dann würde ich sagen, bauen wir eine Gigabahn. Zwar ein Büffel. Eine eigene Strecke. Mit 10.000. Das wird nie reichen. So. Und zwar, weil das alle Profi-Achterbahnbauer so bauen, bauen wir die. Oh lol. Haben wir die natürlich erhöht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, machen wir mal die Bahnhöhe an. Wir bauen jetzt einen Kabellifthügel, weil der ist cool. Ui. Hey, wieso synchronisiere ich so blöd? Boah. Spätestens jetzt sind die Bahnhöhen etwas verwirrend. Bam!
Das nenne ich mal einen Fall. Okay, gut. Wir bauen eine kleine oder eine große nach oben. Ich würde sagen, eine kleine. Denn hier sind wir sonst eventuell schon bald in der Prä. Oh Gott, wir haben kein Geld mehr. Oh Gott. Was für ein Bahngeburste. Wir kommen zum ersten Mal so richtig auf den Boden, Alter. Lol. Und dann übertreiben wir gleich mal. Okay, nee, übertreiben nicht. Dann übertreiben wir in die andere Richtung. Oh, cool, ich bin pleite. Alles klar. Ja, dann brauchen wir jetzt Geld. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben, dass wir pleite sind. Das hilft mir jetzt natürlich abnormal viel weiter. Das ist das Problem bei der Gigabyte. Sie ist einfach ein Arsch zu teuer. Oh Mann. Ich könnte jetzt natürlich auch auf YOLO machen und nochmal Darlehen aufnehmen und hier einfach bauen. Shit. Was ist denn da? Ach so, hier ist das Ding im Weg. Na gut, so geht das noch. So machen wir das. Hä? Ach Gott, wir sind direkt auf dem Weg oder was? Jawohl. Alles klar. So, und dann würde ich sagen, hier Blockbremse und dann fahren wir mit einem zweiten Zug, oder? Nee, ich glaube, das hier. Oh, jetzt haben wir schon gebaut. Ich glaube, das ist ja blöd. Mit zwei Zügen zu fahren. Okay, wir haben eh nicht mehr viel Geld. Ich würde mal sagen, wir testen das ganze Ding jetzt erstmal. Oh, nee. Wir brauchen mehr Wagen. So. Schauen wir mal, ob das Ding überhaupt ankommt. Das Team ist nicht für die Funktion auf dem Kabelliftflügel. Gefährt das Ding jetzt hier so hoch? Das kommt ja gerade so rüber. Und jetzt geht die Party ab. Wui! Wui! Kurve! Und juhu! Jetzt geht's richtig schnell. Wusch. Also, ja, das Ding funktioniert schon ganz nice. Was haben wir denn überhaupt so für Aktien? Wir haben, also man muss sagen, die Bahn selber hat nur relativ wenige Möglichkeiten an Sachen, die man so bauen kann. Aber die werden dafür echt gut genutzt. Nein, ich möchte das neigen. Oh yeah. Das ist so richtig schön verknotet einmal. Das liegt doch garantiert nur in diesem Weg.
Ja, nix nur. Nee, 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 nee. Nur im Bau wird das Ding getestet. Funktioniert das noch? Dann sieht man auch die Funktion von Kabelliftbügeln. Das ist nämlich keine Kette im klassischen Sinne, sondern so ein Aufzug mehr oder weniger. Das ist echt ganz nice. Damit kann man die Gigabahn halt auch in diesem steilen Winkel nach oben fahren lassen. Das ist immer wieder faszinierend, wie sich das gerade so ausgeht mit den 8 Wagen. Schon schön. Also was ich vor allem schön finde, ist, dass ich doch eine Möglichkeit gefunden habe, um das Ding hier aufzunehmen. Okay, man kommt gerade so an. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier sofort wieder runterbauen. Und dann funktioniert das Bahndesign auch. Und das wollte ich wissen. Das heißt, jetzt nicht mehr über 25 Meter bauen. Hä? Boy. Gut, da bin ich gespannt, ob ich noch Bahn. Ne, da können wir keinen Bahnausgang mehr designen, glaube ich. Easy. Alles klar. Also man muss schon sagen, das Ding hat irgendwie was. Allerdings bin ich bezweifle ich, dass ich damit gerne fahren will. Oh, ich bin pleite. Alles klar, dann stellen wir das Ding wieder auf Schwar, also auf Stopp und müssen erstmal schauen, dass wir Einnahmequellen kriegen. So. Wie viele Bahnleute sind da aktuell auf der Bahn? 16. Okay. Wir haben nicht sonderlich viele Personen im Park, was daran liegt, dass wir noch kaum Attraktionen haben. Und finanziell sieht das Ganze jetzt auch nicht so rosig aus. Muss man dazu sagen. Oh lol, wir haben Preis gekriegt. Okay, unsere Darlehenszinsen sind echt horrend. Wir sind bei über 44, wir werden so vor 45 Euro rauskommen. 5000. Wir brauchen mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld und dafür brauchen wir auf jeden Fall mehr Attraktionen. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir definitiv so einen Rotovator. Weil der ist nämlich echt geil. Das muss man dazu sagen. Aber dafür brauchen wir erstmal Geld, 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 Geld. Alles klar. Das ist wirklich das etwas Nervige dran. Dass man halt Geld braucht, ne? Aber wer möglichst schnell, möglichst krank geile Bahnen zimmern will, der muss sowieso in den Sandkastenmodus gehen. Und so. Alter, also wir machen nicht gerade viel Gewinn. Muss man schon mal sagen dürfen. Also unsere Bahneinnahmen sind schon ganz geil. Unsere Darlehenszinsen auch. Leider.
ohne Tieren sieht man auch, dass das ein bisschen unrealistisch ist, das Spiel. Da 96 Euro Personalkosten ist echt, ja. Nee, es ist einfach nur nee. Das geht nie. So. Das Ding haben wir eh schon mal 2 Euro. Wir könnten halt auch echt, mal die Preise anpassen hier. Das Ding so auf 4 Euro. Und dann passt das erstmal. Und dann, also ich muss jetzt schauen, dass ich erstmal mit kleineren Bahnen, mit billigen Bahnen, wie jetzt das hier alles welche sind, erstmal eine solide Einnahmequelle mache. Und dann mit der die zweite Achterbahn fertigzustellen. Und dann mit den Einnahmen dieser zweiten Achterbahn, dem Konstrukt, das braune da am Rand hier. Ich weiß nicht, ist das hier richtig? Nee, ich muss nur zeigen. Am Rand. Das Ding halt fertig zu bauen. Das ist halt das Problem. Apropos Problem, währenddessen können wir hier dann schon mal die Eintrittspreise auf 7 Euro stellen. Ja, danke, ich weiß. Ich will aber das Ding ja bauen. Jetzt hat. Alles klar. Nö. Ist das Ding mal kurzzeitig nicht erreichbar, aber jetzt schon wieder. So. Jetzt haben wir auch das Karussell hier gebaut. Was kommt denn als nächstes? Ich glaube, das nächste Mal haben wir hier so ein Riesen. Nee, oder mal Riesen. Da bauen wir nicht hin. Wie schaut es damit aus? Das ist auch nett. Ah, doch, das könnten wir sogar machen, so. Wenn wir es uns dann leisten können, natürlich. Dann geht das auf jeden Fall. Hyper Twister. Oh Gott, die Dinge kannst du senkrecht nach oben bauen. Wie viel kann man machen? Dann machen wir mal Volllast. 24. Ja gut, 24. Das kriegen wir leicht hin. Und währenddessen können wir dann hier, ja, wie man sieht, Haupttummlungspunkt ist hier vorne. Und als nächstes sollten wir uns einfach mal um Essen und Getränke kümmern. Oh fuck, haben wir wenig Geld. Weil das ist halt wirklich scheiße. Auch wichtig. Das erzeugt auch Einnahmen. Sagen wir es mal so. Und nachdem Einnahmen immer sehr wichtig sind, müsste das natürlich auch gemacht werden. So, lieb hier, das Getränk kostet hier 1,50 bei uns. Auch wenn es hier Ginger Ale ist. Und lauter solche Sachen. Also Ingwerbier. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja nie auf Englisch gespielt. Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Alter, wir haben zurzeit aber echt gut gewinnbringende Sachen. Muss ich schon sagen. Und deswegen bauen wir halt auch noch unseren Besuchern zulieben eine erste Hilfestation. Für den Fall, dass sie sich irgendwie verletzen. Beziehungsweise kann man auch für die Toiletten Eintrittspreise verlangen. Was echt ganz lustig ist. Aber, naja. Im Moment haben wir es nicht nötig. Also bis zu 50% sind die übrigens tatsächlich, ich glaube, ist es der Indianer-Kopfschmuck, bei dem man alles kaufen kann? Nee, ist es nicht. Gut. Ja. Sind es dann sind es die Westernhüte, wo man alles kaufen kann. Jo.
Alles klar. Indianerkopfschmuck. Waschbärhut. 2,50. 1,40, 1 Euro. Ja, okay, passt schon. Machen wir mal so. Das ist quasi Merch Store haben wir jetzt. Und ich komme gar nicht mit dem Bauen von Attraktionen hinterher, weil wir so viel Geld verdienen. Wobei, eigentlich wollte ich, okay. Eigentlich revidiert, also ja, zerstört so ziemlich jede Aussage eines Satzes. Eigentlich zumindest. So. Eintrittspreis 1,50. Because wir brauchen ja auch Geld. So, da la. Und dann kommt dann hier noch so ein Rodeo-Stier hin. Ach Gott, wie, der kostet 4. Wieso kostet das Ding 450? So ein einfaches Rodeo-Pferd. Okay, es ist ein vierfaches Rodeo-Pferd. Wow. Egal. So. Da kommt jeweils eine Anstellschlange hin und gib ihm. So. Oh. Ah ja, das sollte man nur machen, wenn man nichts verkauft. So, alles klar hier. Können wir eventuell noch einen zweiten Rodeo-Stier hinpacken, weil die Teile sind erfahrungsgemäß sehr schnell sehr viel zu voll. Sturz aus den Wolken. Aha. Immer diese blöden Soaked-Attraktionen und Wald-Attraktionen, die mir die Forschung zuspammen und verhindern, dass ich effizient richtig bauen kann. Ja. Auf jeden Fall easy, wie man hier sieht in den Finanzen. Wir haben jeden Monat hier horrende Ausgaben. Und trotzdem machen wir nicht gerade wenig Gewinn. Also wir machen nicht wirklich Gewinn, weil wir so hohe Bahnkonstruktionskosten haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir würden Gewinn machen, wenn wir Gewinn machen würden. Was? Natürlich würde man Gewinn machen, wenn man Gewinn machen würde. Also wir machen Gewinn, wenn wir nicht den Gewinn wieder für Attraktionen ausgeben, durch die wir mehr Gewinn machen würden. Also durch die wir mehr Gewinn machen tun. Täterten. Parsva. Konjunktiv. Oh Mann. Also Tausender im, also Tausender ist ganz gut. Können wir jeden Monat fett Darlehen abbezahlen. Komm, 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 komm. Ja. Sogar noch vor den ersten Darlehenszinsen. Nice. Wir sind übrigens gerade im Minus, weil uns gerade die Personallöhne abgebucht wurden. Ich werde nämlich irgendwie hier Viertelmonat abgebucht. Warum auch immer. Also zu spezifischen Daten wird das Ganze abgebucht. Und naja. Also 10% ist schon, also 11% ist es ja eigentlich, ist schon echt krass, wie teuer hier das Teil ist. Aber ich glaube, es gibt nachher noch ein Szenario, da kostet das Teil 15,9%. Das ist nur pro Jahr, das heißt nur, na gut, was heißt pro Jahr? Ne? Die Öffnungszeiten hier sind März bis Oktober, das heißt, wir haben zumindest schon mal. Dauert hier im Jahr nur 8 Monate. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Das muss gesagt werden. Also, ich versuche es ja einfach so schnell wie möglich die Darlehen abzubezahlen. Kommt, Kinders. Macht schon. Oh, danke. Aber war nicht mal Minus, das ist gut. Also, es ist auch gut, dass man hier ein gewisses bisschen countercurved. Was für ein Ding. Ich werde es jetzt definitiv nicht anklicken, weil dann kann es ja nicht nur das Spiel abstürzen, wenn das wieder aus irgendwelchen Mods rausgenommen ist. Obwohl die Szenerie eigentlich ausgeschaltet ist. Das heißt, da dürfen wir eigentlich nichts erforschen können. Lol, wir aber jetzt schon wieder über 1000 Euro Bahneinnahmen haben.
Heidewitzka ist das viel. Nachdem wir eh effektiv am Schuldentilgen sind, ist es jetzt relativ egal eigentlich. Und ja, okay. Also wie man hier sieht, das läuft eigentlich sehr stabil, das Ganze. Okay. Das war mein Taschenrechner. Und das ist toll, dass das so stabil läuft. Und aua, ich habe mir hier gerade irgendwie die Hand aufgeschlagen. Fuck. Das ist eher weniger toll. Aber naja, das passiert halt nun mal. Gut. Ein Oktopus. Es ist so nervig, dass diese ganzen Soaks und Waldbahnen hier auch erforscht werden. Mein, was hat denn bitte ein Oktopus thematisch an einem Wildwestpark zu suchen? Das passt einfach nicht. Ende. Und wir sind immer noch Anfänger, weil wir keine zweite Achterbahn haben. Also tatsächlich brauchen wir am Ende sogar drei Achterbahnen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir brauchen sowieso noch etwas länger und so weiter und so fort. Und wir können sogar... Nein, konnten wir nicht. Alles klar, ciao. Könnten... Oh Gott, wieso war denn bitte unser... Wieso war denn der Juli im Vergleich zum Juni so schlecht? Was... Ach ja, wir hatten einen Bahnausfall. Stimmt, da war was. Apropos, wir könnten... Nein, ich will die Menüs immer mit ESC schließen. Wir könnten schon mal einen Eingang und einen Ausgang hier platzieren. Alles klar. So, das ist doch schon mal ganz gut. Und die Zäune, damit es thematisch auch gut passt, nehmen wir den Wildwestzaun. Und als Eingang, genau, das Ausgang. Genau. Und schon haben wir eine richtige Westernbahn. Und das ist gut so. Und wir sind schuldenfrei. Nice. Gut. Müssen wir jetzt nur noch ein bisschen warten. Und dann irgendwann diese Achterbahn hier fertigstellen. Dann sollten wir vorerst kaum noch größere Probleme mit der Finanzierung des Parks haben. Wenn alles so weit hinhaut. Oh yeah. Oh, wir haben hier noch eine Rutsche. Haben wir den Platz hier wenigstens effektiv genutzt? Weil hier zum Beispiel hier in diesem Bergbereich, ich weiß nicht, man kann hier so ein Gitter anmachen. Da sieht man, wie das Terrain um einen rum so gestaltet ist. Da sieht man, naja, ist nicht so toll. Geht besser auf jeden Fall. Und das wackelt hier so, ich weiß auch nicht. Woran das jetzt liegt und so weiter und